Willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Heute für mich mit einer Spätausgabe, für euch nicht. Wir haben jetzt 11:30 knapp. Und wir kaufen uns das andere Booster Pack. Oder besser gesagt, Starterdeck, Himmelshammer. Ich bin ein bisschen müde, also verzeiht mir, wenn ich heute nicht ganz so redeaffin bin. Ich habe heute seit 12 Uhr aufgenommen. Zwischenzeitlich habe ich mal tatsächlich einmal was gegessen. Ja. Also ich bin heute fix und fertig. Ich kann euch auch nicht. Ich hatte Themen vorbereitet, ich bin aber zu müde dafür. Ich kann mich über Sachen wann anders beschweren, nächsten Part oder so. Achso, Quatsch, ich muss erst in die Sammlung. Kein Wunder, dass ich es nicht finde. Das war nicht die Sammlung, das war der Deckmanager. Ihr merkt, ich bin heute komplett neben der Spur. Bei mir läuft heute gar nichts mehr. Ich mache jetzt noch die Aufnahme, dann gucke ich mal eventuell nämlich für Sonntag auf, ansonsten lege ich mich ins Bett. Beziehungsweise ich muss erst duschen gehen, dann gehe ich ins Bett. Und dann muss ich morgen um 8 Uhr wieder aufstehen, das heißt, ich kriege 7 Stunden Schlaf vermutlich. Himmelshammer beginnt mit H, also wer buchstabieren kann, hat hier einen Vorteil. Gucken wir uns einfach mal an, wie es so aussieht. Ich habe mich jetzt eben nicht so richtig damit beschäftigt. Aber wir werden das jetzt hier, wie man so schön sagt, am Objekt selbst studieren. Und dann kann ich euch sagen, ob ich es besser oder schlechter finde als das andere. So einen kleinen Ausblick darauf haben wir ja im letzten Part schon bekommen. Und ich hoffe, der Server funktioniert diesmal besser als beim letzten Mal. Weil was da abgelaufen ist, wer sich erinnert, das war ja furchtbar. Ein Verzehrer. Ja, das Lavados, das ist eigentlich schon ganz cool, aber es frisst halt unheimlich viel Energie hier alles. Deswegen packe ich erstmal das Mauzi vor. Was kann das denn? Füge einem Pokémon des Gegners, auf dem bereits mindestens eine Schadensmarke liegt, 50 Schaden zu. Ordentlich, also hier ist echt Damage dealen, aber das kann halt sonst nichts. Ich weiß auch nicht, ob hier Doppelfarblos enthalten ist in dem Deck. Würde sich natürlich anbieten. So. Ja, ich überlege, ob ich dieses Lavados tatsächlich stärke. Weil lohnen würde es sich. Bei dem, was es austeilen kann. Weil die können alle ziemlich viel austeilen und Relaxo hält dazu noch eine ganze Menge aus. Aber man weiß ja nie, da kann ein heftiger Schlag kommen, dann ist es weg. Herumwälzen. Kann auch eingesetzt werden, wenn dieses Pokémon schläft. Wenn es schläft, fügt dieser Angriff 90 weitere Schadenspunkte zu. Da fällt mir gleich... Tut mir leid, wenn ihr jetzt hört, wie mein Headset kracht. Mir juckt das Ohr ein wenig. Passiert öfter, wenn ich stundenlang mein Headset auf dem Kopf habe. Ich habe ja so eins, was auf die Ohren so ein bisschen drückt. Ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, mit die Kombo, die mir einfällt. Es gibt ja dieses, ach wie hieß es denn, mit der Fernhypnose. Entweder Gegner schläft ein oder man selber. Könnte man theoretisch ausnutzen, um halt tatsächlich das eigene Pokémon einzuschläfern und damit 120 Schaden auszuzahlen. Ist natürlich ein extrem hoher Betrag an Schaden, den man damit austeilen kann. Warum habe ich das da, ach so, das ist eine Weiterentwicklung. So, wir bereiten uns hier ganz allmählich vor, einen Gegenangriff zu leisten. Und dieses komische Zorua da hinten zu erlegen. Ich werde heute auch ziemlich pünktlich Schluss machen, mal wieder. Weil, wie gesagt, musste ich schon den ganzen Kram fürs Wochenende aufnehmen. Und Sonntag fehlt immer noch, weil ich zwischenzeitlich auch was für die Uni zu tun hatte. Muss man dazu sagen. Ich habe ja auch... Habe ja auch Pflichten für die Uni. Ist ja nicht so, dass ich nur Let's Player bin. Davon kann man leider nicht leben. Zumindest ich nicht. Ja, ich habe heute auch kaum was gelesen. Ich bin heute völlig fix und fertig. Also, ja, wie gesagt, erwartet einfach nicht zu viel, dann ist alles gut. Ja, ich möchte einen Rückzug machen, das hätte ich doch gleich ausblenden können. Fackel. Nein, ich möchte nicht mehr Schaden zufügen und dafür selbst eigens Schaden nehmen. Derzeit einfach nicht.
Ja, was wurde ich denn sonst noch so gefragt? Ach ja, ein Deck, wenn ein Deck durchgekreuzt ist. Es sind derzeit ein paar Karten, werden gerade überprüft bzw. geändert, weil da irgendwelche Bugs dran sind. Also wenn euer Deck zurzeit nicht spielbar ist, dann liegt es daran, dass eine eurer Karten derzeit in Überprüfung ist. Also nicht wundern. Und es wird öfter mal gefragt, Wolf, wann hast du mal Zeit? Wir spielen zusammen, komm. Oder vielleicht together. Na, da lässt sich doch was machen. Leute, ich antworte auf sowas wirklich sehr, sehr ungern. Wenn das Brummen bisch. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ah, unser Gegner gibt auf. Das ist cool. Haben wir jetzt schon einen Kampf gewonnen? Aber wir machen noch eins. Wir haben ja jetzt erst 5 Minuten rum. Ja, also, wenn... Ich antworte ungern auf solche Kommentare, ob ich Zeit habe und wann ich Zeit habe und ob wir zusammen spielen oder ein Together machen. Together ist eh immer ein Problem, weil dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Ansonsten mal gegeneinander spielen. Ich versuche mir ja immer Zeit zu nehmen, aber im Moment ist das einfach nicht drin. Weil wenn ihr jetzt mal hört, ich habe heute, glaube ich, um 11 habe ich, glaube ich, mit Vorbereitung angefangen. Um 10 habe ich, um 12 habe ich die erste Aufnahme heute gemacht. Dann habe ich wirklich bis jetzt 23 Uhr Vollprogramm gehabt. Also abgesehen von, glaube ich, einer halben Stunde, in der ich gegessen habe, habe ich hier wirklich die ganze Zeit Programm gehabt. Selbst während dem Rendern habe ich noch hier für Uni was gemacht. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich auf solche Kommentare nicht antworte zurzeit. Ich werde darauf antworten. Okay, auf ältere wahrscheinlich nicht mehr, aber ich werde generell bald wieder Zeit haben, das weiß ich. Wenn ich hier mit meinen Testaten mich so ein bisschen eingeschwungen habe und alles, dann wird das auch wieder besser, aber zurzeit, es ist halt echt bei mir totaler Stress. Wie gesagt, ich muss jetzt nach der Aufnahme eigentlich noch duschen gehen und noch 2 Aufnahmen tätigen und eigentlich schon ins Bett gehen. Alles zeitgleich. Und ich habe noch nicht abgespült. Muss ich eigentlich auch noch machen, weil ich morgen eigentlich im Prinzip direkt weg will. Ich muss schon während der Uni noch was machen, weil ich vor der Uni nicht mehr fertig werde. Dann muss ich was abschreiben. Ihr merkt schon, ich bin derzeit total ausgelastet. Aber ich will euch hier auch nicht die Ohren voll heulen, weil niemand will das. Niemand will voll geheult werden. Also, jetzt wieder zurück on topic. Also, wir haben eine gute Chance, diesen Kampf zu gewinnen, unter anderem wegen Snubble, weil das Vieh halt einfach einen brutalen Schaden austeilt. Nur in 50% der Fälle. Kostet, ja, Supertrank kostet eine Energie. Aber diese 50% der Fälle machen immer noch, würden theoretisch 25 Schaden entsprechen. Warum man sich hier auf 10er geeinigt hat, kann ich insofern verstehen, falls es mal zu halben Schäden käme. Da dieses Spiel aber absolut nicht auf halben Schaden ausgelegt ist. Ich weiß ja nicht. Ich hatte ja als Kind auch Pokémon-Karten. Ich glaube, es gibt kaum einen, der keine Pokémon-Karten hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich Pokémon gibt, die halben Schaden nehmen oder halben Schaden machen. Also diese 50er, so 35 oder so, jetzt mal als Beispiel. Wenn ich das Spiel mit 40 angreife, bin ich tot. Nehme ich nicht an. Snubble muss durchhalten. Und es haut auch mit voller Gewalt dieses komische Galopper um. Und was kannst du eigentlich? Erzwinger. Solange dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist, wird der Schaden des aktiven Pokémon deines Gegners, der durch Angriffe des aktiven Pokémon deines Gegners zugefügt wird, um 20 Schadenspunkte reduziert. Und wenn das aktive Pokémon, bevor Schwäche und Resistenz verrechnet werden, wenn das aktive Pokémon deines Gegners Pokémon X ist, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu. Diesen Angriff mit dem Brandverstärker, das kennen wir schon von Raikaza. Könntest du mal vielleicht ein bisschen Hit machen? Ja, gut. 40 Schaden ist zwar kein schöner Betrag, aber müssen wir jetzt mit leben. Los, komm, Kopf.
Wir haben so ein Glück mit den Kopfwürfen. Wenn wir das Vieh jetzt nochmal mit dem Brandverstärker treffen, ist es tot und wir haben gewonnen. Wenn es Agilität einsetzt, es setzt über Rennen ein, das war falsch. Jetzt haben wir gewonnen. Jetzt hat der Gegner überhaupt keine Chance mehr, weil alle seine Punkte... Na gut, das Vieh ist nicht One-Hit. Aber er ist fast One-Hit. Ja, mit unserem Lugia, da können wir nicht mehr verlieren. Das Lugia ist echt stark. Also Lugia ist insgesamt in diesem Kartenspiel ein Pokémon, das egal ob Ex oder normal scheinbar ziemlich Power hat. Und da unseren Gegner jetzt die Energiekarten ausgehen, sollte das für uns eigentlich überhaupt kein Problem mehr darstellen. Und ich werde jetzt tatsächlich hier mal wieder Mist bauen. So. Muss ich mir noch markieren, dass ich da nachher kein Problem mit habe, da die Stelle zu finden und euch wieder so einen schönen schwarzen Balken drüber zu hängen. Ist nicht das erste Mal heute. Ja, ich habe heute schon mehr Aufnahme-Fails gemacht, aber das ist halt, wenn man so viel am Stück aufnimmt, man weiß auch nicht, was man irgendwann noch sagen soll. Ja, es ist... keine Sorge. Ich bin heute vielleicht ein bisschen müde, ein bisschen schlecht drauf. Das wird sich wieder ändern. Aber damit müsst ihr jetzt halt übers Wochenende leben. Weil das halt... na, es stimmt auch nicht. Weil es gab natürlich Aufnahmen. Fallout habe ich als erstes heute aufgenommen. Von allen Aufnahmen am Stück. Das heißt, da beschwere ich mich am wenigsten. Also guckt euch Fallout an. Zuletzt habe ich Naruto aufgenommen. Das ist am schlimmsten. Und, ja, was gab's denn sonst noch? Ja, TCG ist jetzt das allerletzte, was ich aufnehme. Ich probiere den anderen Scheiß bei meinem Vater hochzuladen. Auch wenn's blöd ist. Ausdehnen. Während des nächsten Zuges deines Gegners wird der Schaden zugefügt, wird um 30 Schadenspunkte reduziert. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Schadensreduktion. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir es tot. Ja, ist tot. Ist sogar doppelt tot mit 120. Also, läuft gut. Also ich muss sagen, dieses Deck hier finde ich schon irgendwie... ich weiß nicht, das andere habe ich nicht ausgiebig getestet. Ihr habt auch nicht geschrieben, ob ich es nochmal ausgiebig testen soll. Aber bis jetzt wirkt auf mich dieses hier schon sehr, sehr übel. Also... es wirkt stark, weil ich muss sagen, ich bin ja eh jemand, der gerne ein Damage-Dealer ist. Ich bin nicht so der Verteidiger, ich bin ein Damage-Dealer. Das nehme ich gerne. Obwohl in RPGs bin ich eigentlich mehr so der Ausweichtyp, aber Ausweichen, Diebstahl, Magie, sowas. Aber ich, Damage ist, also wenn ich angreife, dann sollte ich auch Damage machen. Und dann soll der Gegner am besten gleich tot umfallen. Und das spiegelt dieses Deck so ein bisschen wieder, auch wenn es mit den Feen spielt. Und ihr wisst, ich mag Feen nicht, weil sie meine Drachen kaputt machen. Nein, eigentlich mag ich Feen nicht, weil es ein bisschen lächerlich für mich ist, was alles zur Fee erklärt wurde nachträglich. Bei Knuddeluft kann ich es tatsächlich ein bisschen verstehen, aber das nachträglich zur Fee gemache, finde ich nicht gut. Ja, was soll ich denn jetzt? Soll ich mir noch einen... komm, mach ich mir noch einen Lugia. Ich meine, es ist ja an sich egal. Ich glaube, wir sind uns alle einig, auch unser Gegner ist sich einig mit uns, dass wir den Kampf gewonnen haben. Und deshalb, ich glaube wirklich, dass man mit diesem Starterdeck hier schon ordentlich austeilen kann. Also unter den Startern im Moment sehe ich das hier ziemlich weit vorne, wobei das andere auch nicht gerade schlecht ist. Also mit dem anderen könnt ihr auch punkten. Also die neuen Starter, die haben es in sich. Die haben es richtig in sich. Aber von beiden würde ich das hier glatt als das Bessere sehen. Mag sein, dass ich jetzt müde bin und deswegen ein schlechteres Urteilsvermögen habe oder weil ich das andere nicht ausgiebig getestet habe. Aber ich sehe das hier tatsächlich als das Bessere. Schaden ist eindeutig ein bisschen viel. So, jetzt
jetzt geht's hier nämlich erst richtig los mit uns. Jetzt fangen die Probleme an. Weil das Vieh hier mit seinem Schaden reduzieren uns tatsächlich nochmal herausfordern kann. Ich meine, ich glaube nicht, dass es gewinnt. Also, seien wir mal ehrlich. Das Vieh tötet jetzt das hier, ich krieg die Energie zurück und opfer jetzt irgendein Pokémon. Kangama überlebt keinen, die überleben alle keinen Angriff. Das ist doof. Kein Pokémon überlebt einen Angriff von dem Vieh. Also nehme ich das da. Und ich entwickle es weiter und greife damit an, weil das ist eine ganz nette Strategie, die man hier verfolgen kann. Ich lege extra keins hin, weil das würde nur seinen Schaden erhöhen. Obwohl. Warum eigentlich nicht? Die Strategie müssen wir ja nicht nur einmal machen. So, auf leisen Sohlen. Jetzt wechselt meine Energie automatisch auf das Pokémon auf meiner Bank. Er hat schon 20 Schaden genommen. Das Spiel spielen wir jetzt noch einmal weiter, dann ist er nämlich so weit, dass ich ihn mit 40 Schaden umbringen kann. Und dann gewinnen wir den Kampf. Bisschen Strategie muss hier auch noch drin sein. So, wieder auf leisen Sohlen. Angreifen. Passt. Schaden genommen. Energie auf die Bank verschieben. Und jetzt kein Pokémon spielen, damit der Schaden auch schön gering bleibt. Wenn er klug ist, tauscht das jetzt aus und versucht mich hier mit dem Hitzestoß anzugreifen. Das wäre eigentlich seine einzige Möglichkeit, jetzt noch irgendwas zu reißen. Wenn er mich angreift, dann haben wir gewonnen. Oder er macht einfach gar nichts. Ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht nicht die beste, aber es ist eine Möglichkeit. Gefechtsband, okay. 100 Schaden, wir haben gewonnen. Gegen Ende hat er uns echt nochmal eingeheizt. Aber hatte leider keine Chance mehr. Achso, nee, ich darf hier noch Energie anlegen. Gut, Lavados. Warum nicht? Randverstärker. 40 Schaden genommen. Ein knapper Sieg, aber ein Sieg. Leute, ihr habt doch jetzt beide Decks gesehen. Würde mich doch mal interessieren, welches haltet ihr für besser? Oder soll ich das andere nochmal, oder soll ich beide nochmal im Vergleich testen? Oder soll ich mir irgendeinen holen, der gegen mich spielt, mit dem anderen Deck? Welches soll ich nehmen, welches soll er nehmen? Schreibt es mir unten in die Kommentare, würde mich tierisch freuen. Ihr lasst mir jetzt auf jeden Fall dieses Kommentar da und auch jedes andere nette. Und einen Daumen nach oben, würde ich mich tierisch drüber freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis Montag. Oder halt für die, die es in der Zukunft sehen, bis zum nächsten Part mit Pokémon Trading Card Game von Wolfpart RP. Bis dann, euer Wolf.